Herzlich willkommen zum ZNS Wegweiser. Heute erklären wir euch den Entlastungsbetrag. Voraussetzung für die Nutzung des Entlastungsbetrages ist ein Pflegegrad. Die Höhe des Pflegegrades spielt hierbei keine Rolle. Es handelt sich um 125 Euro, die monatlich zur Verfügung stehen, wenn die pflegebedürftige Person in der häuslichen Umgebung versorgt wird. Zuständiger Kostenträger ist die Pflegekasse. In dem Bescheid über die Einstufung in den Pflegegrad wird in der Regel schon auf den Entlastungsbetrag hingewiesen. Die Leistung ist dafür da, Pflegepersonen zu entlasten, die Selbstständigkeit der pflegebedürftigen Person zu fördern und die Alltagsgestaltung zu erleichtern. Der Entlastungsbetrag wird nicht pauschal ausgezahlt, sondern er muss beantragt werden. Der Antrag muss nicht unbedingt vor der Inanspruchnahme gestellt werden, sondern kann auch im Rahmen der Kostenerstattung mit den jeweiligen Belegen eingereicht werden. Leistungen, die mit dem Entlastungsbetrag genutzt werden können, sind zum Beispiel die Kurzzeitpflege, Tages- und Nachtpflege, die Leistungen ambulanter Pflegedienste oder Angebote zur Unterstützung im Alltag. Die Dauer, die Fahrtkosten sowie die Unterkunft und Verpflegung im Rahmen der beiden zuerst genannten Leistungen können über den Entlastungsbetrag finanziert werden. Beträge, die nicht in Anspruch genommen wurden, können später noch genutzt werden. Für die spätere Nutzung ist kein Antrag notwendig. Der Restbetrag bleibt bis zum 30. Juni des Folgejahres bestehen. Solltet ihr zu dieser oder einer anderen Leistung Fragen haben oder Unterstützung brauchen, ist der Beratungsdienst der ZNS Hannelore Kohl Stiftung gerne für euch da. Weitere Infos findet ihr außerdem auf unserer Homepage unter Mitmachen, Mutmachen.